Was? Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, während Frau Baerbock ihre Stimme erholt, können wir vielleicht zu einer sachlichen Debatte zur Klimapolitik zurückkommen. Und in der Tat, es ist die Frage, warum wir viel zu oft über angebliche Klimaziele reden und dabei vergessen, dass in der Tat der CO2-Emissionshandel nicht viel mehr ist als moderner Ablasshandel. Dieser Emissionshandel belastet deutsche und europäische Unternehmen gegenüber dem Rest der Welt, und die hohen Kosten müssen gerade im Mittelstand auf Mitarbeiter oder auf Produktkosten umgelegt werden. Das ist das Gegenteil von verantwortungsvoller Politik fürs Land. Aber darum geht es Ihnen ja nicht so häufig. Es geht darum, dass die Ideologie stimmen muss, koste es, was es wolle. Und daher sind zumindest die Freien Demokraten ehrlich darin zuzugeben, dass die Klimaziele nicht zu erreichen sind. Ehrlich sind sie allerdings nicht darin, liebe FDP, dass die ganze Anlage dieser Art von Klima- und Energiepolitik falsch gelagert ist. Bei jedem FDP-Antrag hoffe ich auf tatsächlich freiheitliches Denken, aber Ihnen fehlt dazu nach wie vor der Mut. Neben den Klimazielen sollte man viel mehr darüber reden, wie ineffizient die derzeitige Energieerzeugung ist, wie der CO2-Ausstoß steigt, anstatt zu sinken, mal völlig losgelöst davon, ob wir überhaupt nicht endlich die CO2-Debatte wissenschaftlich führen sollten. Und das heißt, zu überprüfen, ob die Hypothese der Grünen überhaupt zutrifft, dass CO2 ein Schadstoff ist. Meine Damen und Herren, bevor dieser Bundestag nicht endlich auf dem Boden der Wissenschaft wieder angekommen ist, sind solche Debatten wahre Zeitverschwendung. Was wir brauchen, ist eine Energie- und Umweltpolitik, die tatsächlich die Vielfalt der Flora und Fauna erhalten hilft und vor allen Dingen eines tut: Energie bereitstellen für Unternehmen und für Bürger, und das nicht zum Höchstpreis, der, wie Sie wissen, massiv in Europa und Deutschland gestiegen ist, sondern zu einem vernünftigen Preis, der in einem Industrieland notwendig ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner, Jens Köppen für die CDU.